Große Ideen brauchen Unterstützung. Ende Juni feierte die Bonner Universitätsstiftung 5-jähriges Jubiläum. In schöner Kulisse, nämlich in den Gewächshäusern des Botanischen Gartens, trafen sich Förderer, Macher und Geförderte zum Austausch. Die Stiftung hat auf jeden Fall geschafft, daran mitzuwirken, dass noch bekannter wird, was die Universität Bonn Tolles macht und wie viel sie damit auch für die Öffentlichkeit tut, ob das jetzt in Medizinprojekten ist, ob das in Projekten wie Limes macht Schule ist oder ob das in anderen Projekten ist, die ja kein Selbstzweck sind, sondern halt der Öffentlichkeit in der einen oder anderen Form zugutekommen. In den ersten 5 Jahren wurde viel Aufbauarbeit geleistet und zweckgebundenes Geld aus einzelnen Fonds bei der Uni Bonn gebündelt und unter einer Dachstiftung vereinigt. Bei den Dachstiftungsfunktionen, wo wir also Geld von Stiftern, die dieses Geld mit ihrem Namen verbinden können, verfolgen wir natürlich wichtige forschungspolitische Zwecke. Also etwa, wenn die Kinderonkologie gefördert werden soll oder tierversuchsfreie Forschung gefördert werden soll, stehen wir als Stiftung bereit, dieses Geld treuhänderisch verwaltend entgegenzunehmen und dem Stifterwillen entsprechend dann auch einzusetzen. Das zweite Bein, wo wir als Projektträger tätig werden, sind Aktivitäten wie das Deutschlandstipendium. Hier versuchen wir, private Zuwendungsgeber zu finden, die solche Stipendien fördern. Und das ist uns auch in erheblichem Maße in der vorigen Jahr gelungen. Wir haben immerhin 50 Stipendien bereitstellen können. Fördern kann tatsächlich jeder. Also das fängt schon beim Deutschlandstipendium beispielsweise an. Da geht es darum, dass wir pro Jahr pro Student 1.800 Euro einwerben müssen. Das müssen wir nicht in einem Betrag machen, das können wir auch in Teilbeträgen machen. Das wäre eine einfache Spende. Man kann aber bei uns sehr gerne eben auch größeres Geld anlegen, wenn man sagt, ich möchte gerne, dass ein bestimmtes Projekt gefördert wird und ich möchte sowieso, ich interessiere mich dafür, eine Stiftung zu errichten. Dann kann man das sehr gerne bei uns tun und wir übernehmen dann eben die Organisation, dass das Geld auch dort ankommt. Neben der Würdigung bereits erfolgreich umgesetzter Stiftungsziele ging es bei der Veranstaltung auch um die Vorstellung und Diskussion neuer Projektideen. Damit in den nächsten 5 Jahren die Wissenschaft an der Universität Bonn noch besser gefördert werden wird. In den nächsten 5 Jahren möchten wir mehr Aufmerksamkeit erreichen und wollen über diese Aufmerksamkeit deutlich mehr Geld einwerben, damit wir nicht nur unsere aktuellen Förderprojekte unterstützen können, sondern auch Förderprojekte darüber hinaus. Wir versuchen mit der Bonner Bürgerschaft und der Umgebung in einen Dialog zu treten und klarzumachen, es geht auch mit relativ kleinem Geld Gutes zu tun. Und die Stiftung ist erfolgreich, wenn diese Säule, die im Moment sehr dünn ist, im Verhältnis zu den anderen Säulen wachsen könnte. Das wäre wirklich schön, wenn ich das bei 10-jährigen Jubiläum sagen könnte, dass uns das gelungen ist.